Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und ja, in dem heutigen Ranked Game spiele ich Master Yi im Jungle. So. Boah. Maus doch ein bisschen schnell eingestellt. So. Ich spiele ihn wieder einmal mit Klingenhagel, plötzlicher Einschlag, Argusvermächtnis, dazu Triumph, Legende Eifer. Ja, zweimal Angriffsschaden und Rüstung. So. Ja, als erstes die Q geskillt. Und mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Rest alles Standard. Des Weiteren bei mir im Team Olaf auf der Toplane, Brand auf der Midlane, Caitlyn als ADC und Lux Support im Gegnerteam, Cannon auf der Toplane. Dann Yavan im Jungle, Vega auf der Midlane, Tristana als ADC und Nami Support. Also im Late Game sehe ich klar die Gegner vorne. Und naja, ich bin halt nicht der Champ fürs Early. Aber mal sehen, was wir da reißen können. Gerade Kennen, verdammt eklig im Late Game. Eigentlich nicht erst im Late Game, sondern sobald er Level 6 erreicht hat. Genau wie Vega, auch sehr, sehr eklig. So, aber jetzt versuchen wir uns erstmal auch auf Level 6 hoch zu farmen. Ah! Wow! Boah. War das knapp. Ja, ärgerlich, aber ich kann dem Vega da nichts tun. Jetzt geht er auch Base. Gut, ich gehe weiter jungeln. So, ich werde versuchen, meinen Vorsprung jetzt aber auszubauen gegenüber dem Yavan. So. Jetzt haben wir auch noch den Vega. So, Olaf kommt jetzt auch. Und jetzt los. Boah, flashen sie da hinterher. Okay, aber nice. Schön, dass sie gefollowt sind. Boah, was ein Damage. Das ist natürlich gut, wenn man sich als Yi gegen den Yavan so einen Vorsprung ausbauen kann.
Aber Leute, ich sag's euch, mit Klingenhagel probiert das auch aus. Denn diese drei Schläge im Early, die sind einfach ziemlich OP, würde ich sagen. Oh, was treibt die Botlane da? Da ist das aber ungefähr dasselbe. Wenn die Caitlyn schon das Early gegen eine Tristana verkackt, ist das schon so eine Sache. Ja, waren auf der Mitte. Oh, Brand nimmt den Vega mit. Die Ordnung muss erzwungen werden. Niemand ist ohne Schuld. So, nach dem Blue Buff sollte ich dann Level 6 erreicht haben. So, einmal voll heilen. Ja, Olaf ist nachher natürlich geil gegen Vega, da der einfach durchmarschieren kann. Wir sind nicht geschaffen. So, den Drake lassen wir uns da natürlich nicht entgehen. Okay, alles cool. So, nochmal ein bisschen Attack Speed. Olaf am Tower diven. Alte Maschine. Er scheint mit dem Kennen überhaupt keine Probleme zu haben. Na gut, die frühen Kills haben ihm natürlich auch gut getan. Das ist halt wie gesagt, die Gegner haben fast ausschließlich Late-Game-Champs. Und dann müssen wir im Early auch was reißen. Wir sind nur gelöschte Erinnerungen. Nee, Olaf braucht meine Hilfe nicht. Gehe ich nochmal Richtung Botlane. Warten wir mal, ja, wann wird jetzt hier kommen? Das ist Vega. Unsere
Wow. Cage, was los? Lux. Botlane. Ah, jetzt hat er zu spät gekommen. Wir hätten uns so schon retten können. Nun gut. Insgesamt jetzt doch noch einigermaßen gut ausgegangen. Wenn sie schneller gefollowt wären, hätte das ganz, ganz anders ausgesehen. Ich wäre wahrscheinlich als Einziger gestorben. Oh, er hat Cage raus. Jawohl. Komm, versuchen wir ein Tor zu holen. Vorsichtig. Ja, und Olaf, das gefällt mir. Ich gehe mir schnell mal die Krabbe gönnen. Fucking Tower Agro. Boah, Brand Damage. Nice. 8 Kills mittlerweile der beste. Und den nächsten Tower. Bist du verrückt? Ja, da er gerade den Jungler gemacht hat, kann er den wirklich for free holen. Ja, hat auch geschafft. Jetzt kann er hier schon weiter farmen. Will er gar nicht, er will wieder Bot. Vega ist auch schon wieder Bot. Viermann Bot.
Irgendwas übrig? Ne, ich glaube nicht. So, dann können wir gleich mal ein Heroldo machen. Mit Rageblade geht das natürlich wunderbar und super fix. Nö, nö. So. Den Tower kriegen wir auch nochmal for free. Autsch! Das nennt man mal ausgelöscht. Bist du verrückt? Okay. Bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Deswegen habe ich da noch so ganz cool ein bisschen rumgestanden. Das war natürlich jetzt... Nein, eigentlich wollte ich ja nur shoppen gehen, damit ich rechtzeitig zum Drake dann da bin. Glaubt da mir aufs Wort, ne? Kann ich mir vorstellen. So. Wit's End. Was war der eine Kommentar unter meinem Video? Einfach dumm auf je dieses Item. Ja, aber im positiven Sinne genannt halt. Weil es ist echt krass. Ich liebe diese Elo. Und dummes Gelatsch hier. Mist, hatten sie gewordet. Schade. Nun gehe ich ein bisschen Botlane pushen.
So, da ist die Tristana und aus diesem Grund drehe ich ab. Oh, jetzt kommt er auch noch. Pusht, Leute, nicht labern. Ah! Okay. Gehe ich erst noch mal weg. Oh, wollen sie alle nicht. Schade, ist nicht mal gewordet. Könnten wir so einfach machen. So. Mitte kann vernünftig durchpushen. Oh, bin ich erst Supporter je. 7, 4, 10. 10 Assists, das kommt selten vor. Aber war es das auch mit dem Vega? Kennen ist da oben noch am Fighten. Holt zwar einen Kill, aber. Können sie schon beenden? Nee, noch nicht ganz. Kommt wieder keiner, wa? Ich raste aus. Unsere Widersacher verderben uns. Ah, die kommen alle. Nein. Pentakill, da ist er, liebe Zuschauer. Da, Mann. Schakaboom. Yes, endlich mal wieder ein Penta und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.